Nicht jeder Unterricht ist gut. Wie richtig guter Unterricht aussehen soll, was Lehrerinnen und Lehrer dafür machen sollen, das hat jemand untersucht, nämlich John Hattie. Und ich zeige in diesem Video, was er herausgefunden hat. Erstens. Lehrer sollten das Vorwissen ihrer Schüler berücksichtigen. Sie sollten feststellen, was die Schülerinnen und Schüler schon zum Thema wissen. Zweitens. Sie sollten ihr Lernziel definieren. Was wollen Sie mit Ihrer Klasse erreichen? Dabei orientiert sich das Lernziel an der jeweiligen Gruppe und ihren Möglichkeiten neu. Drittens. Lehrer sollen sich selber auch verbessern. Nicht nur die Schüler sollen dazulernen, auch die Lehrer. Zum Lernen gehört nämlich das regelmäßige Üben und das Machen und Korrigieren von Fehlern. Viertens. Gute Beziehungen sind wichtig für guten Unterricht. Das Verhältnis der Schülerinnen und Schüler zu den Lehrern sollte von Vertrauen und Wohlwollen geprägt sein, nicht von Angst und Druck. Fünftens. Es ist wichtig, einen Dialog mit der Klasse zu führen, anstatt einen Monolog zu halten. Lehrer sollten also ihre Schülerinnen und Schüler fragen, wie sie zu dem Thema stehen und was sie darüber denken. Sechstens. Die ganze Klasse muss motiviert werden, durch unterschiedliche Leistungsniveaus, sodass jeder erfolgreich sein kann. Siebtens. Der Unterricht sollte kontrolliert werden. Lehrer sollten prüfen, ob sie ihre Ziele erreichen und ihre Methoden und Strategien dann anpassen. Achtens. Die Rückmeldung der Schüler ist wichtig und sollte auf jeden Fall ernst genommen werden. So vermeiden Lehrer, über die Köpfe ihrer Klasse hinweg zu unterrichten, und die Schülerinnen und Schüler fühlen sich ernst genommen. Und neuntens, auch die Kooperation mit den Kollegen ist wichtig. Lehrer sollten Misserfolge gemeinsam überwinden, ihre Erfolge teilen, sich austauschen und von den Kolleginnen und Kollegen lernen. Das sind die wichtigsten Punkte für gelungenen, guten Unterricht, von dem Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer profitieren. Herausgefunden hat das John Hattie. Dieses Video ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Und vielleicht hast du ja auch noch einen Tipp für Lehrerinnen und Lehrer, wie der Unterricht besser werden kann.